Lange Zeit galten Fertighäuser als Häuser zweiter Klasse. Und noch immer halten sich viele Vorurteile hartnäckig. Wir zeigen euch heute die 5 größten Mythen über Fertighäuser. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weberhaus YouTube-Kanal. Wer Weberhaus noch nicht kennt, wir bauen Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Objektbauten in nachhaltiger Holzfertigbauweise. Kommen wir zum ersten Mythos. Fertighäuser sind von der Stange. Viele denken, dass man beim Fertighausbau ein Haus aus einem Katalog auswählt, das dann so 1:1 nachgebaut wird. Das ist jedoch meistens ein Irrtum. Ob Grundriss, Fassade oder Innenausbau, möglich ist, was gefällt. Bei Weberhaus zum Beispiel wird kein Haus ein zweites Mal gebaut. Wir bauen Häuser, die von Architekten entworfen sind und zu den individuellen Wünschen und Bedürfnissen der Baupaare passen. Zweiter Mythos. Fertighäuser sind von minderwertiger Qualität. Ganz im Gegenteil. Fertighäuser unterliegen strengen Bauvorschriften. Daher nutzen wir hochwertige Materialien wie den natürlichen Baustoff Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Zudem sind speziell die Themen Umweltschutz und Raumklima in der Fertigbaubranche viel stärker gewichtet als im konventionellen Hausbau. Um sicherzugehen, dass die Qualität des Hauses allen Vorgaben entspricht, achtet auf das Siegel der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau, der auch Weberhaus angehört. Und das führt uns zum dritten Mythos. Fertighäuser besitzen eine kurze Lebensdauer. Fachgerecht geplant und richtig gebaut können Holzhäuser hunderte Jahre alt werden, wie historische Fachwerkhäuser beweisen. In unserer Produktion zum Beispiel kommt modernste Fertigungstechnik zum Einsatz. Dies sorgt für eine garantierte Passgenauigkeit bis auf den letzten Millimeter. Die Konstruktion unserer Gebäudehülle ÖVONATUR Therm mit 39,5 cm Wandstärke ist stabil und wertbeständig. Euch gefällt das Video? Dann gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, um nichts zu verpassen. Unser vierter Mythos ist, dass Fertighäuser über eine geringe Wärmedämmung verfügen. Das ist absolut falsch. Moderne Fertighäuser wie die von Weberhaus bestehen aus einem mehrschichtigen Wandaufbau. Bei unserer Gebäudehülle ÖVONATUR Therm setzen wir eine Holzwasserdämmplatte sowie mineralische Dämmung ein. Energetisch sind wir damit den gesetzlichen Anforderungen um viele Jahre voraus. Und auch im Vergleich zur konventionellen Bauweise sind moderne Fertighäuser sogar besser wärmegedämmt. Wenn ihr mehr über den Wandaufbau erfahren wollt, dann kann ich euch das Video mit meinem Kollegen Siegfried Pletko empfehlen. Wir verlinken es euch unten in der Videobeschreibung. Der letzte und fünfte Mythos, den wir aus der Welt schaffen wollen, lautet: Bei Fertighäusern ist keine Eigenleistung möglich. Das kommt ganz darauf an, für welche Ausbaustufe ihr euch entscheidet. Bei Weberhaus gibt es insgesamt 5 Ausbaustufen, von Mehrwert bis schlüsselfertig. Je nachdem, wie handwerklich geschickt ihr seid, könnt ihr die Bäder selbst machen, Böden verlegen oder Malerarbeiten übernehmen. Wir haben gezeigt, dass viele verbreitete Annahmen über Fertighäuser schlichtweg falsch sind. Bei Weberhaus stehen Qualität, Individualität und Langlebigkeit im Vordergrund. Ich hoffe, euch hat die Klärung der 5 Mythen gefallen und vielleicht konntet ihr ja die ein oder andere Info mitnehmen, die euch bei der Entscheidung in Sachen Hausbau helfen kann. Was ist euer Top 1 Mythos über Fertighäuser? Verratet es uns in den Kommentaren. Wenn ihr rund um den Hausbau auf dem Laufenden bleiben wollt, lasst uns gerne ein Abo da. Und vergesst nicht, bauen soll Freude machen.